Hallo, der GGG war heute in einem Supermarkt einkaufen. Vor dem Geschäft stehen drei Angestellte mit Masken. Als der GGG fragt, ob er eine haben kann, sagen's, nein, erst nach dem Einkauf. Also geht der GGG rein, kauft seine Pepperoni-Pizza mit Eis. Als er wieder rauskommt, geht er wieder zur Maskenausgabe. Aber erneut heißt es, nein, gibt's nur nach dem Einkauf. Dann erhob der GGG seine Stimme, sein heiliges Wort beflügelte die Angestellten, ihm eine Maske auszuhändigen. Also, wozu das Ganze? GGG weiß, dass diese Masken nur davor schützen, dass man den Virus verteilt. GGG wollte eine Maske, um andere Kunden zu schützen, denn er weiß ja nicht, ob er den Virus hat. Getestet wird ja kaum. Also für die Kirche des GGG ist sowas, was in Österreichs Supermärkten abgeht, Sabotage. Wozu Maskenpflicht, wenn man eh keine bekommt? Absolute Farce. Danke.